Verkaufsraum. Ja, aber das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Falls nicht, geht auf den Link hier oben, irgendwo blendet der Patrick das ein und dann könnt ihr mal gucken, warum ich überhaupt hier bin, wo ich bin und was das überhaupt ist. Aber heute gibt es ein cooles Video für euch über eine sehr, sehr coole App. Und zwar, die nennt sich Fabuka. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal davon gehört. Fabuka ist noch nicht mal 6 Monate alt und hat knapp 100.000 nicht Abonnenten, sondern Mitglieder. So nennt sich, genau. Fabuka ist von den Machern der Autodoktoren, kennt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei Vox oder bei YouTube oder. Fabuka ist eine Plattform, wo ihr einen Account öffnen könnt. Ja? Aber der Account, der ist nicht bezahlt, da müsst ihr kein Geld für ausgeben, sondern dieser Account ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr ein Problem mit eurem Auto habt, ihr schraubt ein bisschen selber, ja, also selber so eine Schraube, habt eine Garage oder eine Halle, schraubt selber, habt ein Problem mit dem Auto, dann könnt ihr euch dort Lösungsvorschläge reinholen, ja. Und ihr könnt natürlich nachschauen, anstatt bei Google zu gucken, guckt ihr in der App nach, ob es das Problem schon mal gab und ob dieses Problem schon mal gelöst wurde. Denn dazu gibt es eine riesige, riesige Datenbank. Was richtig cool ist, wenn ihr so richtige Schlaumeier seid und euch sehr, sehr gut auskennt, ja, dann könnt ihr mit den richtigen Antworten zur Problemlösung von jemand anders, könnt ihr Punkte sammeln. Und die besten 100 sogenannten Problemlöser kommen auf die Liste und ihr werdet belohnt mit E-Bikes, also richtig hochwertige Preise, oder Werkstattwegen, oder. Also ihr könnt richtig, richtig coole Sachen gewinnen, ja. Des Weiteren könnt ihr, alle von euch haben wahrscheinlich ein Auto, ne? Also könnt ihr Erfahrungsberichte schreiben, ja, zu eurem eigenen Kfz, ja, zu eurem eigenen Auto, was ihr fahrt, um dort anderen Usern, ja, ich sag mal, die Kaufentscheidung etwas zu vereinfachen. Das heißt, ihr könnt sagen, das finde ich cool, das finde ich schlecht, das finde ich nicht so cool, ne? Und somit kann jemand anders sagen, ey, ich will auch ein, weiß ich nicht, GT3 fahren oder ich will auch ein M2 holen, weil der andere gesagt hat, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ne? Ganz wichtig, was ich extrem wichtig finde, und zwar 24/7 Moderation. Ja? Das heißt, es gibt Moderatoren, die sind immer online und die passen natürlich auf, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass ihr auch freundlich zueinander seid und natürlich, dass alles sachlich und vor allem lösungsorientiert ist. Ja? Und jetzt zeige ich euch mal eben was. Und zwar, ich zeige euch die App. Ja, Moment, jetzt muss ich eben mein Code hier nicht gucken. So. Zack, ich mache die App mal auf. Könnt ihr mal mein Profil mal sehen? So sieht mein Profil aus. Ja, zack. Und was noch ganz cool ist, ist die Garage. So, da habe ich meinen GT3 RS, was für ein Auto ich habe. Zack, wir gehen weiter. Und hier meine ich das mit den Bewertungen zum Beispiel. Ja, ich habe mein Auto super bewertet. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, war das Multimedia-System und der Verbrauch. Alles andere hat 5 Sterne bekommen. Hier steht noch drin, was ich geändert habe. Mantelfahrwerk ist drin, AMP-Fortschräder und ein Bild von meinem Kfz. Des Weiteren, ich zeige euch noch etwas. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz suchen. Ja. So. Ich zeige euch erstmal kurz, wie es hier aussieht. Also, als Beispiel kann man hier zum Beispiel gucken, der eine Motorklapper nach Verschalten. Motorklapper nach Verschalten nicht so gut, vom 5.1. geschaltet oder so, ist nicht so toll. Jetzt hat er halt hier, schreibt er hier, okay, das ist mein Problem hier, vor 5 Minuten, der liebe Stani ist gefährt ein 325i und so weiter und so fort. Oh, die Freundin wollte es fahren. Freundin wollte es fahren und hat bei 130 den zweiten Gang geschaltet. So, jetzt können wir hier mal auf die... Hier steht alles, welche Kategorie, Motor, was für ein Auto. So, und dann schreibt schon der Erste, hey Stani, bitte lad ein Video, wo man das Klappern hören kann. Der Zweite, er hatte gerade geantwortet, der Zweite, vielleicht der Zahnriemen und ein Zahnrohr gesprungen, also Steuerzeiten prüfen. Als Nächstes, weiß ich nicht, Ford Focus springt nicht an. Er schreibt sein Problem, hier natürlich wieder die Lösungsvorschläge. Ne? Stiller Verbraucher könnte es sein, probier mal das aus, ist die Batterie in Ordnung, messe mal Spannung. Ne? Also die Leute helfen einem da wirklich Lösung zu finden. Ansonsten haben wir auch, das kann ich auch mal zeigen, und zwar, Moment, muss ich mal aufmachen, und zwar haben wir hier auch einen Shop. Shop. So, und hier könnt ihr, Moment, guck, jetzt akzeptieren wir, und hier könnt ihr richtig coole Deals absteuern, aktuelle Angebote, ne, gehen wir mal drauf als Beispiel. So, dann könnt ihr ja wirklich richtig coole Sachen kaufen, vor allen Dingen halt zu rabattierten Preisen. Wenn ihr Fabuka downloadet, und der Link ist in der Beschreibung, ganz wichtig, der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Fabuka downloadet, habt ihr die Möglichkeit, A, eine Drift-Taxifahrt mit mir zu gewinnen und B, ihr könnt bei Simon Motorsport, ja,
ein Chip-Tuning im Wert von bis zu 1.000 Euro Gewinn, wenn ihr Fabucar unter dem Link in der Beschreibung downloadet. Denn dann kommt ihr in einen großen Pott und da wird irgendeiner ausgelost, der dann diesen fetten, fetten Preis gewinnen kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der App. Ja? Und ansonsten wünsche ich euch sehr, sehr viel Glück. Und schaut euch das mal an. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.